Eines Tages verhandelten die Jünger darüber, welcher von ihnen der wichtigste sei. Jesus merkte, was sie beschäftigte. Er rief ein Kind, stellte es neben sich und sagte: Wer ein solches Kind aus Liebe zu mir aufnimmt, der nimmt gleichzeitig Gott auf, der mich gesandt hat. Wer am wenigsten von sich selbst hält, der ist wirklich groß. Heute ist unser kleiner Mikey ganz groß. Zusammen mit Tom darf er nämlich einen Ausflug machen. Und zwar einen ganz besonderen. Wohin es geht, das lese ich dir jetzt vor. Wir sind schon groß. Mikey und Tom sind sehr stolz. Mit einer Tüte in der Hand verlassen sie den Kindergarten. In Toms Jackentasche steckt ein Zettel. Darauf steht 20 Brötchen. Heute gibt es nämlich Frühstücksbuffet im Kindergarten. Und Mikey und Tom dürfen alleine, also ohne Erzieherin, die Brötchen holen. Der Bäcker ist ganz nah, aber sie müssen eine Straße überqueren. Das können sie schon, denn letzte Woche war der Dorfpolizist da. Er hat mit den Kindern in kleinen Gruppen schon mal den Schulweg geübt und zu Tom und Mikey gesagt, dass sie das mit dem Schauen an der Straße schon richtig gut machen. An der Straße bleiben sie stehen. Links, rechts, links schauen, dann erst rüber, sagt Mikey. Kurze Zeit später sind sie beim Bäcker angekommen. Da ist es ziemlich voll. Endlich ist die ältere Dame vor ihnen dran. Als sie bezahlt hat, will Tom gerade sagen, was sie brauchen, als sich eine junge Frau einfach an den beiden vorbeidrängt. Zwei belegte Brötchen, einmal mit Salami und einmal mit Gouda, bitte, bestellt sie. Mikey weiß genau, dass sie erst nach den Jungs in die Bäckerei gekommen ist. Tom zieht an Mikeys Ärmel, aber beide trauen sich nicht, was zu sagen. Plötzlich fühlen sie sich gar nicht mehr so groß. Doch die Bäckerin meint freundlich: Mache ich Ihnen gerne, aber die zwei jungen Herren sind zuerst dran. Was kann ich für euch tun? 20 Brötchen brauchen wir für den Kindergarten, sagt Tom laut. Die Bäckersfrau packt die Brötchen in zwei Tüten. So können beide einen Teil davon tragen. Währenddessen bückt sich die junge Frau und säuselt. Es tut mir leid, ich habe euch beiden Kleinen ganz übersehen. Mikey wird rot. Tom starrt die Frau mit offenem Mund an. Doch wieder hilft die Bäckersfrau. Ach, wie kann man zwei so große Jungs denn übersehen, die ganz alleine einkaufen gehen für den Kindergarten? Ich dachte, ihr zwei seid schon längst in der Schule. Mikey strahlt. Tom grinst glücklich. Als sie bezahlt haben, bekommt jeder noch einen Keks. Dann geht es zurück zum Kindergarten. Dort wartet Nina schon. Sie ist richtig stolz auf ihre beiden Großen. Es ist nicht schön, wenn jemand meint, dass er besser oder wichtiger ist als andere. Und das nur, weil er größer ist. Für Gott sind alle gleich wichtig, egal wie groß oder klein sie sind. Egal wie groß du bist wertvoll. Das darfst du niemals vergessen. Bist denn du super duper wertvoller Mensch.